So, Chados, für die, die es nicht mitbekommen haben, ja, RP-Strang ist der folgende. Butters, der Engel, hat einen Gefallen eingelöst bei dem FLB, ja, weil er die so ein bisschen in der Hand hatte. Und die haben den ins DUC eingeschleust, beziehungsweise dem ein Praktikum besorgt. DUC, Department of Correction, die das State Prison führen. Sodass Butters die Gelegenheit genutzt hat, um dort Mängel für sich auszunutzen, um sich selber stark auf die Brust zu klopfen und zu sagen, ey, ich kann das alles, um dort einen Job als Wärter zu bekommen. Um seinem finsteren Plan zu verfolgen, eine Waffenhandelspipeline ins Staatsgefängnis zu bauen. Ob das Ganze funktioniert, heute ist sein erster Tag als Wärter, werden wir sehen, wissen wir nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan mit seinen Jungs. Eine Handelspipeline ins Staatsgefängnis zu kriegen. Für mehr Kontrolle. So, das bedeutet, 18 Uhr ist Dienstbeginn. Das heißt, Butters wird gleich zum State fahren, seine Arbeitskleidung anziehen und wird arbeiten. Natürlich nicht ohne Hintergedanken. Ja. Wird gucken, wie kann man das vielleicht machen, wie kann man das angehen, wo sind Möglichkeiten, eventuell was in State reinzubringen, Messer reinzubringen und so weiter und so fort. Jens. Ich spreche mit dem, wenn ich den Robert wieder sehe, dann können wir das machen. Steig ein. Wo fahren wir denn jetzt hin? Zu deiner Hinrichtung. Aber warum? Zeig ich dir. Du sollst ja wissen, was du falsch gemacht hast. Wir müssen nur kurz umsteigen. Warum hast du eigentlich die Schlüssel zu diesem Auto? Weil du mir die gegeben hast. Und seitdem hast du mit der Karre 4-mal leer gefahren, ne? Ja, und schon 6-mal geklaut. Hat man dir nicht beigebracht, man sollte fremden Leuten keinen Schlüssel zu seinem Auto geben? Passt nicht, ich hab das schon ausprobiert. Das ist auch... Drehen. Mach doch jetzt nicht so schöne Jarten kaputt. Ja, komm. Das passt übrigens nicht. Da kommt doch jetzt keiner mehr Russisch rein. Ja, irgendjemand wird schon wegräumen. Guck mal, du hast hier gesagt, das soll dir gruselig sehen. Ja, ist es auch. Das ist auch cool. Na gut, ja. Überall Puppen um die ganze Länder. Hast du schon mal bei Dunkel gesehen? Nee, bisher noch nicht. Aber tatsächlich, habe ich sehr gelacht. Die Käfige. Super Arbeit. Du glaubst nicht, wie die Mediziner geguckt haben, als ich so getan habe, als wenn die Puppe sagt, So, ja. Auch die Puppen da oben. Die Stühle hier. Jens, gute Arbeit. Aber wir hatten das schon. Dass du nicht jedes Upsi mit guter Arbeit wieder ausgleichen kannst. Irgendwann sind das zu viele Upsis und ich habe dir gesagt, passiert noch ein Upsi, passiert dir ein Unglück. Aber hier ist doch nicht der Upsi, ist alles der gruselig ausgelegt, wie Jens, du meinst. Warum ist da ein Foto von mir in der Gruselkacke? Das ist Dr. Gobler. Für die Predigt können sie hier halten. Dass jeder weiß, wenn ich die Predigt halte, dann sehen die Leute, dass ich da bin. Ja, aber das muss doch, wenn dann ein Foto von mir hängt und hier ist irgendetwas passiert, was ich irgendjemand anders nicht erklären kann und irgendjemand noch anderes geht hier hin, um herauszufinden, was da los ist, dann weiß derjenige sofort, wer das Ganze zu verantworten hat, denn da hängt ein Foto von mir. Das sind ja nicht Sie, das ist ja Dr. Gobler. Ob das Dr. Gobler ist oder nicht, da hängt ein verficktes Foto von mir, Jens. Soll ich das abhängen lassen? Selbstverständlich! Foto abhängen. Aber haben Sie nicht gesagt, dass sowieso jeder weiß, dass Sie Dr. Gobler sind? Darum geht's ja nicht. Wenn das einer nicht weiß, weiß das spätestens dann, wenn da ein Bild von mir hängt. Ja, aber das sind doch ja nicht Sie. Jens, soll ich dich auf den Opfertisch legen? Bitte nicht. Dann mitkommen. Kannst du dir vorstellen, was das nächste Upsi ist? Ich finde eigentlich, dass, also,
Das könnt ihr ja jetzt nur was an der Osenbericht sehen, ne? Aber da ist eigentlich alles the top. Wir haben die Party-Marty, wir haben auch ein bisschen für die Pilz gesorgt. Getränke sind da. Gordula. Das heißt, dir fällt nichts ein, was da vielleicht nicht hingehört. Du könntest jetzt vielleicht auf der Eingangsbericht ansprechen. Wenn du jetzt an der Anfangstresen. Wir sind gleich da jetzt. Also, auch hier, ja? Das ist wunderschön, der Steg, ne? Der Steg ist super geworden. Die Diamanten da vorne, spitze. Die Beleuchtung, erste Sahne. Sogar mit der Werbung kann ich leben. Ich habe überlegt, ob wir die ganze Flasche noch mit den Diamanten bestücken. Ja, dann ist das der Diamond Piss Water. Dann ist die Flasche quasi Iced Out, weißt du? Gehört, das macht man heutzutage so, man Iced Out alles. Auch hier, Beleuchtung vom Eingangsbereich, vom Außenbereich ist top geworden. Absperrung, super. Die Möbelwahl, erstklassig. Du kannst was. Da vorne ein privater Strand für die Gäste, gute Idee. Eine Shisha im Pool, kann man drüber streiten, aber ist okay. Die Tanzfläche und der DJ-Bereich mit den Flügeln, gut gemacht. Warum es unbedingt Sangria gibt hier, ist mir tatsächlich nicht ganz klar. Auf jeder guten Party musst du Oster immer saufen können. Warum es ja Süßigkeitenautomaten gibt, ist mir auch nicht ganz klar. In dem Nobelclub. Ja, da kannst du dir mal eine Handvoll Nüsse ziehen, ne? Hm. Willst du ein Kaugummi haben? Ich meine, nein. Hast du 25 Cent? Das, nein. Komm von dem Kaugummiautomaten weg. Ich meine, dass da vorne jetzt noch Baumaterialien stehen, ist kein Wunder, ne? Ich meine, dass da drin wird ja noch alles ausgebaut. Genau. So, aber also, im Großen und Ganzen wirkt das ja, als wäre ich sehr zufrieden. Soll ich dir sagen, warum das da ist? Bitte. Du hast ja... Warum hängt in meinem Club, im Butthole, am Empfangsbereich, ein 1,20 Meter großes Bild von dir? Ja, du hast ja gesagt, das wird hier der Bumsclub, ne? Und dann habe ich gedacht, was ist denn der beste Jütesiegel für den Club? Das ist, wenn das Jens Approval ist, weißt du? Das ist geprüft von mir. Jens, ob das geprüft ist oder nicht... Das hier hängt ein scheiß Foto von dir. Und jetzt erzähl mir. Jetzt will ich das auch abhängen. Jetzt erzähl mir, warum ich dir noch überhaupt die gelegen habe. Warum ich das nicht einfach selber runterreiße und dich in Würfelform presse. Na, weil der Rest ist doch gut geworden, oder? Ich hab dir das beim letzten Mal schon gesagt. Du kannst allen, ne? Nicht geile Sachen, die du machst, die rechtfertigen nicht immer deine Upsis jetzt. Aber das war ja nicht, weißt du, das ist ja noch für den Boden. Dann dachte ich, hier, guck, das ist von der Baustelle hier, das ist der Jens, der macht die Baustelle, ist alles abgenommen, mit alles top, kannst du schon rufgehen, stürzt du nirgendwo ein, alles supi. Ich hab auch schon zu der Torte gesagt, ne, wenn ihr uns das Bild habt von der ganzen Betreiber, von der Club, ne, dann könnt ihr uns die Bilder geben, dann lassen wir das auf der Leinwand drucken. Dann kann hier der Clubbesitzerbild hin. Für die zwei Upsis, dafür, dass ich dich nicht in Würfelform presse, kommt an diesen Club eine Statue von mir. Aus Gold. Mindestens lebensgroß. Doppelt so groß ist auch in Ordnung. Eine goldene Statue. Richtig. Gut. Einsteigen. Abflug. Das war keine Frage, das ist nicht verhandelbar. Goldene Statue von mir bei der Cluberöffnung. Oder quadratischer Jens. Die kann auch zehnmal so. Die kann auch so groß sein wie die Bierflasche. Das wird ganz schön schwierig, ne? Pass auf, ich hab eine andere Idee. Jens. Die Statue, die soll nicht hier hin. Die soll größer sein wie die Bierflasche. Und die kommt auf eine kleine Insel. Irgendwo da vorne. Es wird die Buttheits-Statue. Also ich bin ja immer ein Freund von so Ideen, ne? Aber ich muss da wegen der Umsetzung, das muss ich mir nochmal ganz genau angucken, ne? Also ich finde die Idee ja sehr gut, ne? Ich will, dass die Buttheits-Statue über den Start wacht. Für immer. Deswegen will ich eine kleine Insel mit einer ungefähr 80 Meter großen Statue von mir drauf. Aus Gold. Ich habe gesagt, keine Upsis mehr, jetzt darfst du die Buttheits-Statue besorgen.
Guck mal, hier ist sehr viel freie Fläche. Wobei, die kann auch näher an der Stadt dran sein, das ist in Ordnung. Ian, ich kann noch keine... Das ist nicht möglich. Dann mach's möglich. Ja? Hast du dein Praktikum bekommen? Nee, Frau Moran ist noch nicht da. Aber du hast dein... Ich hab noch kein Gespräch mit der bekommen. Aber ich hab alles bis auf das Psychologische. Aber ich habe ja die Waffenscheine schon. Ich kann ja zeigen, dass ich da die schon gemacht habe. Es ist erst Mittwoch ein Termin dafür frei. Okay. Also die machen die nur noch mittwochs. Jens, du kannst aussteigen aus dem Hubschrauber. Oder bringst du Jens ins State? Ey, ich bringe Jens nicht ins State. Ich habe Jens gerade die Upsis gezeigt, die zu beseitigen sind, und habe ihm erklärt, dass ich ihm eigentlich jetzt in Würfelform pressen müsste. Aber ich habe eine ganz gute Alternative gefunden, um Jens nicht in Würfelform zu pressen und Jens die Gelegenheit zu geben, zu zeigen, dass er die Upsis wieder gut macht. Jens baut aus Gold die Buttheitsstatue. Okay. Hier, das ist wegen der Größe, ne? Ja, den Kleen kriegen wir das vielleicht 80 noch Meter, Jens. Wie? Sprich mir nach, 80 Meter. 80 Zentimeter? 100 Meter. Die wird immer größer. Ryan, hast du mal kurz? Ja. Du erinnerst dich an den Standort, wo wir Rabe hingesetzt hatten damals? Den haben wir jetzt weggeschafft. Ja. Allerdings ist da eine Alienmaske und ein roter Schädel hingesetzt worden. Etwa 3 Meter davon entfernt. Hast du das dahingelegt? Nein. Ich auch nicht. Bist du sicher? Ja, und ich meine nicht, dass es da vorher war. Ich habe mir die Ecke da nicht angeguckt, aber das ist da in der Ecke platziert worden. Ich lass dich mal kurz mit Jens alleine. Der ist explodiert, weil er im Wasser war, oder? Ich spring schon raus und krieg die Druckwelle ab.